Besenreißer haben ja so viele. Hier an diesem Bein kann man das auch mal erklären, was ist eigentlich eine Krampfader und was ist ein Besenreißer. Hier hat die Patientin quasi wirklich eine Krampfader. Man sieht wirklich eine dunkelblaue, dicke Vene. Wir haben ja quasi ein Venensystem, wo normalerweise der Blutfluss von außen nach innen geht. Wir haben bestimmte Verbindungsklappen und wenn da so eine Klappe undicht wird, dann geht eben der Blutfluss nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen und es kommt eben zu einer Krampfader, zu einer Stauung und das ist etwas, was wir jetzt nicht als Dermatologen oder ich persönlich nicht behandeln, sondern dann zum Gefäßchirurgen weiterschicke, weil das muss operativ behandelt werden. Was wir lasern, sind kleine, feine, zarte Besenreißer. Jetzt haben wir hier schon gerade gelasert. Unmittelbar nach dem Lasern ist die Vene weg und nach ein paar Minuten, was man jetzt schon sieht, kommt es wieder hervor und schwillt so ein bisschen an, wird ein bisschen geschwollen und ein bisschen wird gerötet. Wir machen da dann auch immer quasi ein Kühlpack drauf. Hier sieht man die kleinen unbehandelten Besenreißer. Das sind die Gefäße, die wir gerne und gut lasern können. Alternativ kann man ja auch immer veröden. Das heißt, man spritzt ein Verödungsmittel hier rein. Die sind aber so fein, dass das meistens nicht mehr funktioniert. Ich mache es immer so, am liebsten im Oktober eine Probebehandlung, weil der Laser zielt auf das Hämoglobin, auf den Blutfarbstoff, schießt das Gefäß kaputt und der Körper muss selber mit diesem Bluterguss umgehen. Und das ist einfach von Mensch zu Mensch verschieden, wie schnell das passiert. Darum ist meine Empfehlung, ein kleines Probeareal lasern. 2 Monate später sehen wir uns wieder. Und wenn sowohl Patient als auch ich der Meinung sind, hey, das funktioniert gut, dann kann man den ganzen Rest lasern. Aber Besenreißer lasern ist wirklich so ein bisschen tricky und geht auch nicht bei jedem, muss man ganz ehrlich sagen.